Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung auf meinem Kanal Landwirtschaft Simulator 19 und es dreht sich mal wieder alles um die Pferde. Ja, ich habe einen Mod gefunden für einen schönen Pferdestall. Den schauen wir uns jetzt gleich, nehme ich mal an. So, dann haben wir hier unter Tierhaltung. Ich möchte noch erwähnen, alle Mods habe ich unten in der Beschreibung verlinkt, damit ihr da auch gleich zugreifen könnt oder zuschlagen könnt, wenn ihr da Interesse hättet. Großer Pferdestall kostet aktuell 250.000. Das ist schon echt ein Stückchen. Und scheint echt groß zu sein. Ich habe ihn noch gar nicht getestet, das mache ich jetzt wirklich mit euch zusammen. So, wir werden den jetzt einfach hier platzieren. Spielt ja absolut jetzt keine Rolle. Das hat super funktioniert. So, zurück. Und das wäre ein Pferdestall ohne Pferde. Da müssen wir jetzt auch gerade gucken, dass wir da noch ein paar Tierchen reinbekommen. Oh! Bitte nicht füttern! Kolikgefahr! Alles klar. Das ist schon mal was. Hier werden wir scheinbar das Essen und Trinken anliefern können. Hier nochmal dasselbe Schild. Innen drin ist so ein bisschen ähnlich wie beim Kuhstall. Kommt mir da gerade so wie ein kleines Déjà-vu. Tür öffnen geht auch hier leider nicht. Das ist schade. Und hier auch nicht. Dann ist hier die schöne Weide. Oh, ist ein bisschen größer. Ich finde nämlich den Kuhstall, meine Güte, den Pferdestall, der original mitgebracht wurde im LS19, sehr, sehr erbärmlich für die Pferdchen. Oh, das ist schon fast traurig. Aber der macht echt einen guten Eindruck. Hier auch Wasser oder Essen. Das könnten wir hier. Keine Ahnung. Oh, Zwischenlager. Das ist ja mal toll. Scheinbar gleich für Stroh oder Heu. Oh, das ist natürlich ganz genial. Ich finde es auch so schön. Es gibt so viele Mods, wo alles schön so angeschrieben ist. Wo was... Was? Wer bist du denn? Hallo? Das finde ich ein bisschen creepy. Das finde ich ein bisschen sehr creepy. Aber scheint Deko zu sein. Wenn der nachher weg ist, okay. Parken verboten. Was machst du da? Weiß er wahrscheinlich selber nicht. So, jetzt habe ich aber hier irgendwie das Wesentliche gerade... Ich bin jetzt einfach gerade erschrocken, sorry. Hier können wir die Pferde kaufen. Und wir kaufen ganz viele. Ganz viele, 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 viele. Die Kapazität der Weide ist bereits erschöpft. Okay, bestätigen. Oh, wo sind denn die jetzt hin? Ei! Ich finde es nämlich immer so wichtig, wenn dann Tiere da sind, ob das auch gut klappt. Das habe ich ja bei der Kuhweide auch, oder besser gesagt beim Kuhstall, beim Großen auch getestet. Gehen die schön rein, gehen die schön raus? Klappt das mit den Durchgängen? Und das scheint eigentlich auch hier echt gut auszuschauen. Ja, aber ist doch viel sympathischer, dieser Hof. Ist zwar echt groß, aber die brauchen Platz. Ja, und wie gesagt, viel, viel schöner. Komm mal her. Wenn wir da jetzt ein bisschen von Weitem noch angucken. Also ich find's... Ey, aber der Typ, ey, das gibt mir gerade zu denken, Mensch. Was macht denn der da? Mal kurz alles ausblenden. Bleib mal stehen. Also ich weiß ja nicht. Aber also schön sieht's aus. Definitiv. Also das ist wirklich sehr, sehr ein schöner Hof.
Ich finde den Kuhstall nach wie vor immer noch das Gelungenste von allem, muss ich ganz ehrlich sagen, weil einfach da wirklich so viel dabei ist. Aber auch hier, immerhin, wir haben hier schon einen Lagerplatz dabei. Das ist natürlich auch nicht ohne. Hey, aber sorry, aber der Typ, das geht gar nicht. Das geht nicht. Was machst du denn hier? Geh weg! Moment. Weil der. Also, das stört mich jetzt. Die Idee ist ja witzig. Kann ich das durchlaufen? Nein, der ist echt im Weg. Also, das gibt mir jetzt hier. Ja, du hängst natürlich jetzt fest. Weil hier wäre natürlich auch so ein schöner Platz, damit wir zum Beispiel ein Fahrzeug hinstellen könnten. Auch wenn hier steht Parken verboten. Und deswegen ist wahrscheinlich der Typ hier. Aber dennoch, also das, ja. Die Idee ist witzig. Aber. Ja. Was steht denn hier? Privatgrundstück. Unbefugten ist das Betreten verboten. Eltern haften für ihre Kinder. Ja, das ist immer. Ah, und schaut mal, hier stehen sogar noch die Stiefel draußen vor der Tür. Das ist ja auch so Detail. Ja, ist schön. Also es ist definitiv echt schön. Mir noch was übersehen. Es ist hoch, es ist so, wie es sein sollte. Und wenn da mal Stroh drin ist und essen und trinken, ist das doch echt eine coole Sache. Das finde ich so ein bisschen schade. Es ist ja genau die Tür, wo der Typ steht, hinten dran. Dass wir die nicht öffnen können. Auch hier. Das wäre natürlich jetzt das Tüpfelchen auf dem i gewesen, wenn wir die zwei Türen hätten öffnen können. Aber ansonsten, ja, nichts zu meckern. Für Pferdefans sicherlich nicht schlecht. Auch der Zaun finde ich cool. Mit dem Holz, das ist echt schön geworden. Ja, das wäre eigentlich zum Pferdestall Mod so viel. Coole Sache. Schaut euch das mal an. Da hinten ist dann gleich noch die Burg. Machen wir einen Screenshot. Und mein Hund ist auch schon wieder irgendwie im Hintergrund was am Bellen da. Ich weiß nicht, was die hört. Ja, wie gesagt, der Link unten ist drin in der Infobox und wir sehen uns zum nächsten Video vom Landwirtschaftssimulator 19. Bis dann. Tschüss.